Hallöchen, Bobby, meine Damen und Herren. 7 Days to Die mit der Hirnschuhe zu. Ich sag viel Spaß. Genau. Keine Krankmeldung heute. Alle vollzählig. Alle da. Alle vollzählig. Wie gut, keine Krankmeldung. So, ich bin hier der Scrap Chest Armor Gloves Scrap Man. Okay. Wenn ihr Bock habt. Ja, mach. Wenn du kannst, mach. Kostet dich aber was. Na dann, logik. Der erste ist umsonst. Nee, komm mal her, ruhig. Aber wobei, ich mach das erstmal und dann kommst du, kannst du kommen. Hey du, komm mal her. Ja. Und ich? Ja, psch. Nee, Bruder, dann kannst du erstmal abhauen, weil ich muss das erstmal. Verpiss dich jetzt, sonst gibst du auf den Maul. Leute, echt. Oh Mann. Nee, das macht schon wieder seine Kiste voll. Nein, in die Spitzen, raus, stimmt raus. Mit euch nicht. Einmal mit Profis. Liegt in der Familie. Leichten Silberblick oder was? Ja, beim Springen irgendwie. Leichten Silberblick. Ein Papier mache ich in die Munition. Den habe ich tatsächlich, den ja, leichten Silberblick. Ach was, nee. Scheiße. Ach doch, natürlich. Ich schiele wie. Okay. Nein, das Weltmeister. Nicht. Doch. Das stimmt überhaupt gar nicht. Das ist überhaupt nicht wahr. Gloves? Wer hat Gloves für mich? Habe ich dir doch schon gegeben. Hast du? Du hast doch schon Leather Gloves von mir gekriegt. Die Frau sieht ja cool aus. Die roten Haare, Leder, Oberteil. Ja, ich habe gefroren eben. Ich stelle mich mal zu euch ans Feuer. Hier fühle ich mich fast sicher, weil hier sind so viele Spitzen drauf. Ja, meine Hütte ist noch nicht abgesichert. Was, hast du einen Doofenkopf? Soll ich dir Spitzen geben? Ich? Bei dem die Sonnenbrille durchguckt. Da liegt eine Wirbelsäule in den Spitzen. Habt ihr das schon gesehen? Ja. Hier liegt eine Wirbelsäule. Oh, jetzt nicht mehr. Wie du aussiehst. Ey, zeig mal deinen Arsch. Du hast ein Stoppschild am Hintern. Was? Na klar, das war's Rust geklaut. Dein Arsch. Darf ich mal einen Screenshot von dir machen? Was kann man denn an der Workbench machen, außer das, was du sonst auch machen kannst? Wie so nur, dass, Dorf, du, dass du dann auch weggehen kannst. Sag mal deinen Arsch, ja. Hier, ja, guck mal. Wackel. Verstehe ich nicht, kannst du das sonst auch? Und hast die Sache. Ah, okay, vergiss es. Das sieht ja cool aus. Du kannst weggehen und das landet dann rechts in diesen 6 genau. Fächern. Du hast ein Kennzeichen auf dem linken Oberschenkel und einen mächtigen Knackarsch, Alter. Wie hast du das hingekriegt? Apokalypse. Stoppschild. Das rundet ab. Hier gute Modifikation. Ja, aber was hast du? Hast du dich operieren lassen hier in der Apokalypse? Was ganz hast du da leicht, getan? Ja, wo, ja. Was hast du machen lassen? Ich hab mit diesem Zombie-Blut einspritzen lassen. Ja, das ist besser als Eigenblutbehandlung. Sag ich ja. Sag ich ja. Meine Rede. Mein Lieber. So, wo dann? Ach nee. Du hast, hast du Wasser geholt? Tag. Ich hatte, ja. Lass mal reingucken. Schon irgendwie verteilt. Ist das vorne von Serendipity die Hütte? Wie viel waren das? Das ist wohl das Anwesen hier. Ich geb's dir gleich, warte. Ja, ich baue wenigstens was. Alter Vater. Mehr Räume. Und da hast du keinen Platz für deinen Schatzi? Nee. Guck mal. Im Leben nicht. Wie er sich einschleicht. Das war ja klar, ne? Dass er nichts bauen will. Dem klar, ja. Mhm, kannst den Keller. Kannst den Keller. Aber den musst du selber graben. Richtig. Nimm mal ein paar Tee mit. Dann zieh ich bei dir in den Keller. Bei mir? Cool. Nee, bei der Frau. Ja, ich wollte gerade sagen. Bei mir? Nein. So ein Kabel, wisst ihr? Ein Kabel. Sollen wir die Räume, die Häuser über einen Keller verbinden? Tunnel, ja. Oder über Stege, die von einer Etage zur anderen gehen? Also. Macht ihr. Zwei etagige Häuser? Etagige. Jo. Wenn ich mal eins stelle, stehen habe. Zwei etagig. Oh mein Gott. Oh, ich lasse es besser mit dem Reden heute. Zwei etagig. So, schön. Irgendjemand noch irgendwelche Sorgen oder so? Nee. Läuft bei euch alles, ne? Alles gut, ja. Kannst du mir noch eine Ersatzschaufel machen, bitte? Könntest du das tun? Ja, aber mit Ersatz meinst du, die brauchst du nicht sofort. Richtig, alles klar. Was? Okay. Nee, ich bin gerade raus. Ja, alles klar, gut. Okay. Aber ich mach dir gerne eine. Ja. Das klingt irgendwie so wie. Nee, alles gut. Das heißt, ich soll. Schon klar, Hauptsache du hast. Genau. Nee, ist gut. Ja, nicht mehr. Leck mich! Scheiße! Reicher! Arschkeks! Jetzt Fehler! Kreischhammer! Reicher! Konsolenkeksfehler! Oh Gott! Was ist gut? Ja, ja. Sehr nice. Aber trotzdem, ich hab Zombies gerufen. Also nicht ich, sondern. Ja, Reicher. Ja. Was? Hä? Durch ihr Hals? Ah, shit. Schwierig. Los, ich muss runter in den Keller.
Ey, Moment mal. Ich sag dir, wo du dich... Wo bist denn du? In meiner Hütte? Im Keller. Nein. Oh mein Jack. Also, du, oh Gott, der hat mich. Okay. Ja, versuch sie zu flankieren. Ah, flankier den Flankierer. Pass auf, die KV-1. KV-1. Ich soll ihn graben, aber wo gräbt er? Ich bin nirgendwo. Wie theatralisch er umkippt, gell? Ich hör dich. Ja, ja, die machen ja echt. Oh Gott, nein. Er schießt ihn, los, in den Kopf. Oh, das ist doof, ja, ja. Shit. Das war doof. Den kriegst du, ne? Warte, wenn er mal aufhören würde zu überventilieren. Der Fall um jetzt. Was hat der jetzt gedroppt? Der hat irgendwas gedroppt. Oh, ein weißes T-Shirt. Willst du ein weißes T-Shirt, Jack? Nee. Hast du nicht benutzt. Das stinkt nur ein bisschen nach Zombie. Und Blut. Aber ansonsten fast nicht benutzt. Könnte als gereinigt durchgehen. Nee, ich habe kein Holz mehr oder was? Das ist ja wohl ein Scherz. Hab ich denn gefunden? Bist du Dünger? Hazard Shirt. Zombie-Dünger oder was? Was? Siehst du das? Frau. Ja. Das sieht ja cool aus. Kannst mir kurz mal ein bisschen Holz... Ich habe kein Holz. Tut mir leid, ich muss gerade selber welches klopfen. Mias, hast du schon mal ein Hazard Shirt gesehen? Hazard? Hä? Nee, Hazmat. Ein Hazmat Shirt. Soll ich dir mal zeigen? Ich komme an Hazmat. Ja, Hazmat, das ist diese radioaktiven Dinger. Ja, genau. Ja, genau. Antiradioaktiven. Wie auch immer. Das, was du sagtest. Guck mal, drehen wir um hier. Schick mal. Ah, mit so einem Sauerstoffteil dran. Ich muss einen. Ja, du hast so irgendwie Schläuche am Bauch und so ein Kram. Schläuche. Jetzt siehst du gut aus mit deinem komischen Blechhelm, mit. So, Blechhelm wieder aufgesetzt. Kannst mich. Wie auf meine, also, ich habe jetzt auch schon zum zweiten Mal diese Konsolenfehler bekommen. Naja, es scheint irgendwie. Aber die Aufnahmen davor hatte ich keinen einen. Hab ich. Das ist fotogen. Naja, immer gerne. Immer gerne. Wie machen wir das jetzt? Wir machen das schick. Will das groß. Wo machst du überhaupt das? Ich muss es ja daran orientieren, wo ihr baut. Boah, hier hinten in. Ja, wir sollten so in der Nähe von unserer kleinen Basis bauen, dass wir uns praktisch damit verbinden können, weißt du? Ja, sonst wird der Keller zu. Ja, Keller sollte man machen, wenn wir Stahlwerkzeuge haben, habe ich halt gemerkt, weil mit einer normalen Eisenpickaxe haust du den durch den Boden, das dauert ewig. Ja, was machen wir jetzt? Verbinden wir jetzt die Häuser über die Etagen? Nee, ich würde es so. Ja, überirdisch oder unterirdisch? Überirdisch. Okay, alles klar. Ja, wenn wir Stahl haben, dann können wir es auch, wenn wir Stahl haben, dann können wir das auch unterirdisch machen, aber jetzt im Moment ist es Buddeln noch unheimlich schwierig. Wie groß machst du dieses Ding? Das? Ne, das ist doch nicht groß, doch. Ne, es geht, hast recht. Das ist doch alles gut. Entschuldigung, die Bauaufsicht sagt, geht. Hast du es abnehmen lassen? Hast du eine Baugenehmigung überhaupt? Ja, wo dann war jetzt hier? Hat hier ja, kurz, ja, Roleplay-technisch hat er den Bauabnehmer. Roleplay. Nein, das sind Eumi, der. Warte mal, ihr links. Ich wollte noch nichts. Im Moment bitte kaputt machen. Und dann könnte es gehen. Ja, was sollte ich mal skillen? Ich habe gerade schön Skillpunkte bekommen. 56 habe ich jetzt. Ups, ich habe auch noch ein paar. Im Prinzip. Was habe ich in der ganzen Zeit gemacht? Ich habe ja Werkzeuge gebaut, ne? Construction Tools bin ich schon Level 38. Ja, wirklich nicht späteren pumpen, das geht von alleine. Ja. Dann Mining Tools. Das geht auch von alleine. Ja, wenn du gerade mit der Steinschaufel am Anfang. Toolsmithing. Was macht er denn Toolsmithing alles? Repair Kits. Was ist denn der Mining 69er? Der macht mehr Schaden, du. 20% mehr Block Damage fürs Mining Tools. Ja, läuft bei mir. Das ist gut. Und less Prozent mehr Stamina. Ich mach euch die Wühlmaus. Machen wir das so? Was? Die Wühlmaus. Sehr gerne. Ja. Sehr gerne. So, wo war ich? Es war in der Nähe Wackensee jetzt hier, oder? Ich würde ein Fundament an deine Stelle machen noch. Mach grad. Ja. What the fuck, man? Ich hab den gebaut. Das sieht aber nicht regelkonform aus. Was ist denn jetzt hier konform? Ich müsste eigentlich mal nach meiner Truhe suchen, ne? Ja, du hast ja noch die Quest-Chest. Ja. Das mache ich aber nach der Horde. Weapons Missing, mache ich das?
Also prinzipiell macht Skillen und Waffen immer Sinn, auf Schaden auf jeden Fall. Habe ich nicht Bögen hergestellt die ganze Zeit lang, oder wer war das? Ich bin nee, unsicher. Ich glaube nicht. Ich weiß auch nicht. Nee, ich glaube du. Ja? Guck doch mal dein Weapons. Ich bin Level 13. Ich bin Level Weapons Smithing, warte mal. Weapons Smithing Level 20. Hm. Hm. Dann mache ich ist natürlich auch, weil ich ganz viele Pfeile crafte. Dann mache ich jetzt Blunt Weapons. Aber das brauche ich nicht die Punkte drauf ausgeben, sondern ich nehme jetzt Holz und mache Knüppel, bis der Arzt kommt. Du kannst auch deine Punkte für so, was ist mir hier, mit dem Fixer. Der Fixer ist auch nicht schlecht. Du kannst schnell reparieren und die Sachen werden bleiben ganzer. Ganzer. Bleiben ganzer. Mhm. Ich mache jetzt erstmal 250 Knüppel. Ganz artig. So. Was für ein Unbearbeitet, genau. Das war die Menschen hier. Jetzt müsste ich doch viel besser minen können. Ich bin jetzt schon Level 2 bei diesem Mining-Kram. Will ich jetzt mal. Achso, ich wollte ja Holz bauen, habe ich getan. Oh, ich mache schon Knüppel gerade mit 269. Wow. Kann man irgendwie schnell was aus den Taschen werfen? Geht nicht, gell? Cool, doch, wenn du es in deine Toolbar hast. Ja, da musst du erst eine Toolbar umsortieren. Nee. Achso, ich könnte ja so weit machen, bis ich. Dann packe ich den Kram hier unten rein. So, jetzt müsst ihr hier unten reinmachen. Hm. Also geht's. Die Vögel so idyllisch und hinten dran wird jemand erstochen. Andere legen Brotkrumen, ich lege Knüppel. Ja. Beuge den Knüppel. Ich hatte schon wieder Hunger, das kann doch nicht sein. Meine muss ich Zement lernen? Sag mal, habt ihr eigentlich die Häuser schon mal gelootet, die hier sind? Nicht alle, haben sie eben gesagt. Also in der letzten Aufnahme. Oder der davor. Dann gehe ich da mal hin. Guck ich mir mal an. Wenn ich Knüppel crafte, kann ich ja ein bisschen laufen. Lieber Zauschauer, sagt mir, ob ich. Wie mache ich das? Erklärt mir das. Was? Ich will gerne Zement herstellen. Frage mich. Betonmischer machen. The fuck? Der ist aber ziemlich laut. Ja. Der Betonmischer, aber hier steht doch Zement. Ich hab das bei Sanko gesehen, der hat einen Betonmischer gemacht. Ja, ja, ich weiß, stimmt, hast du recht. Und da kann dann jeder ran oder nur jemand, der das Rezept kann? Nee, das ist so wie die Workbench, würde ich sagen. Ach, wie cool. Ach so, das weiß ich. Ich gehe mal davon aus, dass er eigentlich dafür da ist, halt, um überhaupt Beton zu mischen und nur der Beton kann. Fixer. Needs a solid foundation. Da. Mit dem Motor haben wir alles. Könnten wir bauen, aber. Nein. Aber? Kann den nicht bauen, weil ich müsste lernen irgendwie. Aber wie? Muss ich das richtig lernen? Shit, das müsste ich. Warum frage ich ihn denn nicht? Frag ihn nochmal. I hate it! Egal. Ziehen wir erstmal durch. Alle konzentriert beim Bauen. Nee, nee. Schon wieder so eine Kreischer. Richtig mal. Hier, ich lade schneller nach. Das war wohl deine. Halsschlagader. Gut, die alle ein bisschen. Ihr seid echt. Was denn? Konzentriert. Das ist Scrap Mechanic. Ja, ja, das ist. Bauen, bauen, bauen. Bauen, bauen, bauen. Ja, aber jetzt wird das ja auch mal was mit unserem Dürfen. Ich loote. Ja, ja, so muss das sein, leider, ja. Na? Das war. Ich mache aber nicht den Bäcker. Bist du auch doch. Doch. Ich habe ja Metzger. Heute Nacht kommt ja die Horde. Ja. Ich habe noch nicht mal eine Hütte, doch ich bin in dem Ding drin. Gut verteidigt. Du bist im Gemeinschaftshaus. Ich bin ja dann auch im Gemeinschaftshaus, ja, weil ja, meine Hütte noch nicht so abgesichert ist. Nein, du kommst nicht rein. Gut, warum denn nicht? Ist doch das Gemeinschaftshaus, oder? Nein, du kommst nicht rein. Was? Gut, was? Alles klar. Okay. Ich hab dich auch nicht so manchmal. Ganz heute nur für Stammgäste. Nur heute nicht. Und gestern auch nicht. Ah, ich muss jetzt nach Hause. Ich habe nur noch 1%. 1% Hungrigkeit habe ich.
Will er nicht mehr? Craften? Draht schon, oder was? Was ist hier das Problem gewesen? So, ich laufe auf Essen zu. Bleib stehen, ich hab Hunger. So viel trinken kann man auch beim draußen arbeiten, ne? Also ist krass. Ich glaube, ich mache mal Mining Helm. Danke, Spiel. Endlich Licht. Ich finde es in den Häusern so schlimm dunkel. Oh, Scheiße. Ich bin gehuntet. Wo ist denn der Hirsch hin? Hier bei mir. Gehuntet. Wo ist denn der Hirsch? Jetzt durch die Hütte gelaufen oder was? Ich habe einen Hirsch. Ihr könnt überall dort erkennen, wo ich drin war. Da habe ich nämlich die Räumlichkeiten aufgefüllt mit Knüppeln. Willst du ihn ausnehmen? Ja, ich mach das. Danke. Ach, Scheiße. Mia, keine Bone Shives mehr machen, ne? Sammeln. Nee. Also, kannst du hier was einsammeln? Nee. Du bist doch ein Arsch, echt. Nein, mach ich nicht. Du hast doch gesagt, keine Bone Shives, weil du Kleber draus machen willst. Meinst du, ich höre dir nicht zu, oder was? Ja, das Gefühl hatte ich öfter schon. Was hast du denn gemacht, Bitty? Ich kann das Fleisch nicht einsammeln, weil meine Tasche voll ist. Hast du? Ja, mach doch was ist denn jetzt? Komm her. Da liegt noch. Super, danke schön. Ja. Dann brennt sie sich seine Hexe. Oh nein. Das ist hier so uneben. Ich hasse das. Machst du hier denn? Ach, guck mal, olle Wudern. Was denn? Der macht hier richtig. Ja, Tag 7, ich muss ja irgendwann mal anfangen. Ich wollte erst Tag 21, aber dann habe ich gedacht, nee. Man muss auch nicht übertreiben. Mit Spuckern noch, nee. Nee. Das wird aber nicht im Mietvertrag. Achso, heute. Hier ist es so leise, da hab ich immer Respekt, denn? Nö, ich renne einfach rum und fülle die ganzen, alles was ich rausgelootet habe, fülle ich wieder auf mit Knüppeln. Achso, okay. Hat der für Knüppeln? Was für Knüppeln? Ich crafte Knüppel, 350 Knüppel habe ich bis jetzt gecraftet. Die klappt, ist ja schon wieder ein Hund. Ja. Sag mal, haben diese noch alle die Hunde? Ja, das Ding ist... Ja? Ja. Oh, ja? Da ist kein Platz. Dass ich halt damit diesen dann noch später den Spike Club machen kann, weißt du? Wie soll ich meinen? Auf 271. Bitte was? 271 ist bei mir dieser Metall Cube. Also ich kann die, hab die schon am Anfang immer. Ich verstehe kein Wort. Ich auch nicht. Das gilt. Ja, dasselbe, was du machst. Ah ja. Was ist 271? Was meinst du, was du craftest? Bin ich bei 317. Und dann, ah ja. Ah ja. Ich baue weiter. Ach, du machst einen 271er? Ja. Was? Ah. Ja. Wo Level? Nee, Hausnummer, wo ich jetzt wohne. Was? Natürlich. Was? Natürlich Level. Wie, du hast Hausnummer gemacht? Stimmt, ich schaue über mein Haus, schreibe ich Fleischhammer. Da freut mich drauf. Ja, eben. Aus Metall. Menschen. Mensch. Wer war das? Ah. Ich bin gesprungen über die Spitzen. Zweckschmierender Rasen hier. Verdammt. Huch. Und Koffer unter der Treppe. Jawohl. Nix drin. Ah, nice. Auch nix drin. Oh, ein Fake-Koffer. Oh, wir sind bei 19 Minuten. Ach du Scheiße. Gut, wir cutten einfach. Ja. Oh. Wir waren dran. Tschüss, ja, bis zum nächsten Mal. Herzlichen Dank fürs Zuschauen und Daumen oben, falls gefallen. Codewort. Schon wieder viel zu lang. Knüppel. Wer denn das? Bis dann. Tschüss. Tschüss.